Hey Leute, kurze Info mal vorab, bevor das Video hier losgeht. Wir lernen hier, ihr seht schon im Titel, Kanon in D, ja, ein sehr bekanntes Stück. Gut, es ist in Englisch jetzt hier geschrieben, aber das macht jetzt auch nichts aus. Ich wollte euch nur sagen, es gibt unterschiedliche Versionen natürlich hiervon. Diese Version, die wir jetzt üben, sieht halt eben so aus. Und wenn ihr auf YouTube mal andere hört und euch denkt, oh, das klingt doch ein bisschen anders, als was der Dude uns da beigebracht hat, ja, das ist auch so, es gibt unterschiedliche Versionen. Ich bringe euch jetzt eben die hier bei, aber es geht ja auch hauptsächlich darum, dass man den Kanon von der Akkordfolge her erkennt, die ihr in diesem Video seht. Also nun, das war nur eine kleine Info vorab. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns gleich. Meine Musiker, herzlich willkommen zu einem neuen Piano-Tutorial hier auf meinem Kanal. Ja, ich habe mir mal ein bisschen eine kleine Pause gegönnt, muss ich mal sagen. Bisschen Pause gemacht, aber es geht mal wieder aktiv weiter mit einem brandneuen Stück. Das habe ich auch gar nicht auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Es denken sich viele, hey, was ist das denn? Aber na gut, das kennen wahrscheinlich auch viele. Das ist ja natürlich der Kanon in D von Johann Pachelbel, ein sehr, sehr... Ich denke mal, ein schon ziemlich bekannter Komponist, vielleicht jetzt nicht so bekannt wie Mozart, aber durchaus bekannt, natürlich durch seinen Kanon, deren Akkordfolge man nie aus den Ohren vergisst, sozusagen. War übrigens ein ganz bekannter Komponist, war viel in Erfurt und ja, heute würde ich mal sagen, ich bringe euch den Kanon in D von Pachelbel nun bei. Seht ihr vielleicht auf meinem Notenständer, hier ist nur eine Seite, das ist ziemlich eigenartig, weil das geht doch ein bisschen länger. Ja, es geht nur länger. Hier sind drei und hier hinten haben wir auch nochmal vier. Also es sind sieben Seiten, die der Kanon lang geht und die werde ich euch allesamt beibringen. Das, was ich euch jetzt vorgespielt habe, das lernen wir in diesem Piano-Tutorial. Das ist nämlich sozusagen die bekannte Akkordfolge, die wir kennen. Und ja, ich würde sagen, labern wir nicht länger rum und fangen sofort an. Ich würde mal sagen, die Noten schwören jetzt ganz, ganz wirr ins Bild. Ja, ich hoffe, es hat geklappt. Wenn nicht, dann entschuldige ich mich logischerweise dafür. Also, wir starten wie folgt. Erstmal mit einer kleinen Analyse. Ihr könnt die natürlich gerne auch skippen, dann müsst ihr jetzt eine Zeit stehen, wann das Tutorial anfängt. Aber es würde sich natürlich auch lohnen, die Analyse mit anzuhören, dann fällt euch das Üben leichter. Wir haben folgende Akkorde erstmal. Folgenden Akkordwechsel. Es würde anfangen mit D-Dur, A-Dur, H-Moll, Fis-Moll, G-Dur, D-Dur, G-Dur, A-Dur und sind wir wieder hier angelangt. Ihr seht, ihr müsst euch nicht viel merken. Diejenigen, die natürlich schon sich ein bisschen mehr mit Noten auskennen, werden doch denken, aha, Dominante, Subdominante und all so, was es da alles gibt. Ja, richtig, genau. D-Dur, die Dominante ist A-Dur, H-Moll ist dann einfach ein Halbton weiter, Fis-Moll hier unten, dann G-Dur, ein Ganzton meine ich von A zu H-Moll. Von A-Dur zu H-Moll ist es ein Ganzton. Dann hier zu Fis-Moll. Ein Halbton zu G-Dur, ja. Und G-Dur, aha, wenn wir rückbilden sozusagen die Subdominante. Dominante meine ich. Aber halt, wir gehen runter und dann zack, dann G-Dur und A-Dur und dann... Bisschen improvisiert. Könnt ihr natürlich auch gerne machen, damit der Akkordfolge kann man schön improvisieren. Also, ich habe euch die Akkordfolgen gesagt und die müssen euch jetzt immer im Kopf bleiben, denn das spielt die linke Hand immer wieder dasselbe. Und dann würde ich sagen, let's go! Also, starten den Anfang. Ich spiele ihn euch vor. Musik
ganz alleine erstmal. Okay, also. Also, D-Dur fängt's an. Ihr startet hier unten beim D, das hier ist das erstgestrichte D, das ist den der großen Oktave. Und let's go. Also, ihr geht dann D, A, D, Fis, A, E, A, Cis, H, Fis, H, D, Fis, Cis, Fis, A, G, D, G, H, dann D, A, D, Fis, G, D, G, H, A, E, A, Cis. Ja, das ist, wer spielt die linke Hand nicht? Das müsst ihr euch jetzt so in euren Kopf reinhauen, wie es nur geht. Also, aha, es ist immer so, dann ist es das, dann ist es das, dann ist es das, 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 das. Das muss jetzt wirklich in eurem Kopf, die Abfolge muss ganz unterbewusst. So, ihr könnt hier irgendwas spielen. Okay, das klingt ein bisschen jetzt eigenartig, aber müsst euch wirklich merken, diese Akkordfolge spielt die linke Hand immer wieder dasselbe. Also, bisschen schneller. D-Dur, hier haben wir das A-Dur. H-Moll, Fis-Moll, G-Dur, D-Dur, G-Dur, A-Dur. Und dann war's das auch wieder. Okay? Also, gut merken. Aha. Gut merken. D-Dur, A-Dur, H-Moll, Fis-Moll, G-Moll, D-Dur, G-Dur, A-Dur. Okay. Jetzt lernen wir die. Jetzt, das ist der erste Abschnitt, der ist erstmal alleine. Und jetzt kommt der zweite Teil, da kommt die rechte Hand mit dazu. Die spielt folgendes: halbe Note. Fis, E, D, Cis, H, A, H, Cis. Das war's erstmal, das alles in halbe Noten. Und was wir wissen, die linke Hand sind Achtelnoten. Die linke Hand. Achtelnoten. Zwei Achtelnoten ergeben eine Viertel. Das Stück ist im Viervierteltakt geschrieben. Das heißt doch, ihr habt es richtig erkannt. Zack, Viertelnote, zack, Viertelnote. Also, jeweils eine halbe Note ist halbe Note, halbe Note. Okay, und das kombinieren wir jetzt zusammen. Ich sag mal die Noten an. Fis und D. Oben E, unten A. Fis und Cis. Danke, das ist schwer. Fis. G. A, D. Die rechte Hand spielt eben Fis, E, D, Cis, H, A, C, H, Cis. Okay, und das ist auch nicht so schwer zusammenzuüben, das müsst ihr einfach üben. Nehmt euch auch ruhig meinen Fingersatz, der ist ziemlich sicher. Im Prinzip ist es... Okay. Und nun lernen wir die Akkorde der rechten Hand. Und zwar mit Akkorde, wir sind nicht mehr so, sondern jetzt bis hier unten auch noch. Die Melodietöne sind nach wie vor dieselben. Jetzt sind nur noch zwei Töne unten mit dran gegangen, sodass der Akkord entsteht. Dann haben wir hier D-Dur, halbe Note, A-Dur, halbe Note, H-Moll, halbe Note, Fis-Moll, halbe Note, G-Dur, halbe Note, D-Dur, halbe Note, G-Dur, halbe Note, A-Dur, halbe Note. Da belassen wir es dann auch erstmal. Also, und das müssen wir wieder mit dem Schema der rechten Hand, gut merken, aha, Schema der rechten Hand, der linken Hand, aha. Akkordfolge, gut merken. Also.
fängt an mit D-Dur, mit dann geht zu A-Dur, H-Moll, Fis-Moll, G-Dur, gut merken, D-Dur, G-Dur, A-Dur. Habt ihr euch dann am Ende noch gesehen hier, da müsst ihr bei G-Dur einfach hier ein bisschen über den Finger drüber setzen, weil wir wollen möglichst gut binden. So bringt es mir meine Klavierlehrerin auch immer bei. Immer versuchen, was zu binden geht, wird gebunden. Das kann man binden, da muss man nur hier loslassen und zack. Hier, das muss man absetzen. Das kann man wieder binden. Absetzen. Das kann man binden. Hier können wir das H halten und das H auch über den Daumen geht. So hat es mir meine Lehrerin beigebracht. Immer so was zu binden geht, wird auch gebunden. So. Jetzt habt ihr erstmal den groben Eindruck bekommen. Das war der erste Abschnitt hier in Abschnitte unterteilt. Hier 1, 2. Den lernen wir dann das nächste Mal. Dann würde ich auch mal sagen, Freunde, wenn euch das Tutorial gefallen hat, meine Musiker, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir bitte einen netten Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Da würde ich mich sehr freuen. Sagt mir, was ich besser mache, wenn ihr Verbesserungstipps habt. Klar, einfach mal ganz nett sagen. Und natürlich bei Fragen sofort in die Kommentare, nicht lang überlegen, so, wie geht das dann? Denn ihr fragt mich dann einfach und dann helfe ich euch. Also ich würde sagen, habt jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Mittag oder einen schönen Abend. Wir sehen uns, Freunde, im nächsten Video, was auch immer ich dann mache. Vielleicht das Tutorial oder ich lade ein Video hoch, wo ich etwas spiele. Das schauen wir mal, da habe ich nämlich auch noch ein paar. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns, Freunde, was auch immer ich da mache. Bis dann sage ich aber jetzt erstmal Tschüss.